Ja, wunderschönen Tag, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Und zwar heute möchte ich demonstrieren, was passiert, wenn wir vermuten, Lobbyärzte, die bezahlt werden, um diese Aussagen zu treffen, auch wirklich Biochemiker treffen von unserem Team und das mal ganz genauer untersuchen, was dort von den Anführungsstrichen, wie wir es vermuten, Lobbyisten so propagiert wird. Wir beziehen uns auf einen Artikel, der vor kurzem im Stern erschienen ist, ja, und zwar vegane Ernährung bei werdenden Müttern und Säuglingen. Ja, so. Der Kinderarzt Dr. Stefan Ebert berichtet über die Beobachtung von leichten kognitiven Einschränkungen bis hin zu seltenen Fällen von schweren Schäden an Säuglingen und Kindern von veganen Müttern. Die Arbeitshypothese ist, dass vegane Mütter durch ihre Ernährung einen Mangel, Nährstoffmangel ja haben, der sich während der Schwangerschaft und Stillzeit auf der Embryo und Säugling auswirken und zu schweren Schädigungen führen kann. Der Kernmangel, der beschrieben wird, ist eine Unterversorgung von Vitamin B12, der unter anderem zu neurologischen Defekten führen kann. Weitere Mängel, die auftreten können, seien ein Mangel an Vitamin D, Jod, Eisen, DHA, das sind bestimmte Omega-3-Fettsäuren, Folsäure und Zink. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, rät von einer veganen Ernährung bei werdenden Müttern und Säugetieren. Alles klar, Patrick. Säuglingen ab. Die Schlussfolgerung des Kinderarztes ist, dass eine vegane Ernährung von werdenden Müttern dringend geändert werden sollte. Die im Titel enthaltene Schlussfolgerung der Redakteurin Denise Sniguele, Wächter, ist, Kinderarzt warnt lebenslange geistige Behinderung. So gefährlich kann vegane Ernährung für ihr ungeborenes Kind sein. So, liebe Denise, jetzt mal festhalten. Als allererstes möchte ich noch mal ganz kurz was einwerfen. Es gibt deutlich mehr Mütter, die ihre Kinder von Nutella, Weißbrot und Wurst, irgendwie Salami oder sowas ernähren, ja, wo nicht mal irgendwie Vitamin C enthalten ist, zur ausreichenden Menge, suffiziente Menge. Darüber wird anscheinend nicht geschrieben, ja, für die Mehrheit. Offensichtlich handelt es sich hier natürlich um einen interessenbezogenen Artikel, wenn die Mehrheit, die natürlich unter einer Mangelernährung leidet, ja, weil sie eben großenteils diese Ernährungsform wählt, ja, und überhaupt nicht auf ausgewogen achtet, werden nicht angegangen, sondern die Veganen anscheinend gibt es dort, wie wir schon vermutet haben, lobbische Interessen. Also, die Position. Wir halten den Titel für vollkommen unangebracht, da er seltene Mangeldefekte bei veganen Müttern, die möglicherweise auch bei anderen Diäten auftreten können und weiters nicht der wissenschaftlichen Lage entsprechen, unzulässigerweise auf einer veganen Diät zuspitzt. Wir wollen die Botschaft, die in dem Artikel transportiert wird, unsererseits als Arbeitshypothese zuspitzen. Vegane Ernährung führt möglicherweise zu lebenslanger geistiger Behinderung von ungeborenen Kindern. Wir wollen zeigen, dass eine vegane Ernährung von werdenden und stillenden Müttern bei korrekter Kontrolle der Blutwerte und geeigneter Supplementation nicht nur gleichwertig, sondern möglicherweise sogar gesünder sein kann als eine herkömmlich westliche Ernährung. Ich möchte kurz einwerfen, dass das Fleisch, was konsumiert wird, ebenfalls von Tieren stammt, welche Vitamin B12 supplementiert haben. Wo ist der Unterschied, ob man es selbst supplementiert oder halt Tiere ist, die es zuvor supplementiert bekommen haben. Darauf wird natürlich überhaupt nicht eingegangen. Wir werden uns daher zuerst mit der Schlussfolgerung anderer Gesellschaften und Wissenschaftler zum Thema Ernährung bei Mütter und Kinder befassen und kurz auf das Problem des Nährstoffmangels eingehen, um anschließend über eine generelle Bewertung einer veganen Ernährung zu einer korrigierenden Position zu gelangen. Bei der Beurteilung der Studien ist zu beachten, dass vor allem im Englischsprachigen nicht immer trennscharf zwischen veganer und vegetarischer Diät unterschieden wird. Empfehlungen diätischer Organisation. Kontra. Die Position der DGE in Bezug auf vegane Ernährung von werdenden Müttern wird von anderen großen Gesellschaften nicht geteilt. Beispielsweise vertritt die American Dietetic Association in ihrer veröffentlichten Position von 2009 die Auffassung, dass eine vegane Diät nicht nur gesund und ausreichend Nährstoffe bereitstellt, sondern möglicherweise zusätzlich gesundheitliche Nutzen besitzt und das in allen Lebens- und Entwicklungsstufen. Weiterhin verweist die ADA darauf, dass Studien aus der Vergangenheit durch die stärkere Verbreitung von Nahrungsmittelzusätzen in der Industrie- und Landwirtschaft ohnehin in Frage stellen, ob eine Vergleichbarkeit vergangener Studien mit dem heutigen Ernährungsstand von Vegetariern und Veganern überhaupt möglich sei. Pro Argument.
Die italienische Forschung von Lisiana Baroni kommen 2018 zum Schluss, dass eine vollständige, pflanzenbasierte und wohl geplante Diät während der Schwangerschaft, Stillzeit, im Säuglingsalter und Kindheit geeignet ist. Sie verweisen sogar darauf, dass schwangere und stillende Frauen alle Nährstoffanforderungen erfüllen können, wenn ihre vegane Ernährung nicht einseitig ist und verlässliche Quellen an Vitamin B12 und D3 berücksichtigen. Nochmal kurz Einwand von mir. Ich hoffe, jedem ist klar, dass man durch tierische Lebensmittel seinen Vitamin D3-Haushalt nicht suffizient decken kann. Man müsste kiloweise Heringe essen. Sie verweisen hier auch darauf, dass insbesondere stillende vegane Mütter Vitamin B12 korrekt supplementieren sollen. Das ist nichts Neues, denn Tiere müssen es ebenfalls genauso supplementiert bekommen und dann können sie auch das Fleisch essen und was supplementiert oder halt selbst nehmen. Alles kalter Kaffee, ja. Die Nährstoffmängel, die bei Untersuchungen von veganen Müttern und ihren Kindern aufgetreten sind, ließen sich auf eine unvollständige, das heißt einseitige Ernährung zurückzuführen. Hier wird immer wieder auch in der anderen Publikation die makrobiotische Diät genannt, ja. Offensichtlich gibt es das auf allen Ernährungsformen, ja. Gerade diese, lass mich nicht falsch klingen, aber Kevins, Jacquelines, die einfach ihre Nutella-Brote mit Weißbrot zur Schule mitnehmen, ja? Warum wird denn nicht auf die Mehrheit hier eingegangen, sondern auf eine Randgruppe, die anscheinend, wie wir gleich sehen werden, sogar noch bessere Ergebnisse erzielt in dem allgemeinen Gesundheitsstatus später? Leute, wir sind der Ansicht, dass derartige Mängel nicht spezifisch für eine vegane Diät sind, sondern auch in allen anderen Diätformen auftreten können und das sogar noch zu einem viel größeren Maße, wie ich gerade beschrieben habe, ja? Einschränkend muss in dieser Studie darauf hingewiesen werden, dass zwei Autoren einen möglichen Interessenkonflikt angeben müssen. Unter anderem kommt auch die Italian Society of Human Nutrition im Jahr 2017 zu der Schlussfolgerung, dass vegetarische Diäten und hier eingeschlossen die vegane Ausprägung vorausgesetzt einer Kontrolle und Planung, als auch Supplementation von Vitamin B12, in allen Lebensphasen eine angemessene Versorgung mit Nährstoffen sicherstellen können. Warum wird denn sowas nicht erwähnt in diesem Sternartikel? Ich bin sehr gespannt, ob wir es schaffen in die Sternzeitschrift mit unserer Recherchearbeit. Die Synthese. Diese divergierenden Auffassungen in Bezug auf eine vegane Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit wurden auch von den Wissenschaftlern Pawlak 2017 besprochen. Dennoch kommt er zu der Auffassung, dass die Studienlage eher schwach und weiter Forschung benötigt sind, um bis zu einer Klärung die Supplementation und Kontrolle von Nährstoffen bei veganen Müttern vernünftig und notwendig ist. Zur selben Schlussfolgerung kommen die Kollegen von Piccoli schon im Jahr 2015, dass die Forschungslage heterogener und lückenhaft ist und die randomisierten Studien einer Unterscheidung von konfundierenden Faktoren schwierig ist. Allerdings stellen die Forscher heraus, dass eine vegane Ernährung von Müttern keinen unterschiedlichen Verlauf der Schwangerschaft zur Folge hat. Nährstoffmängel und Supplementation. Um noch einmal detaillierter auf die spezifischen Nährstoffmängel einzugehen, haben wir uns hier einige Artikel und Reviews zu den Themen angeschaut. In dem Artikel Diet and Lifestyle Before and During Pregnancy, Practical Recommendation of the German White Health Start, Mia Young Family Network von Koletzko und Kollegen von 2018 wird insbesondere auf die Supplementierung und ärztliche Beobachtung der Versorgung, vor allem von Vitamin B12, eingegangen. Als möglicherweise kritischer Nährstoff werden Vitamin B12, Zink, Proteine, Eisen, Calcium und Jod genannt. Und auch hier wird noch einmal auf die kritische Versorgung von Vitamin B12 in der veganen Diät hingewiesen. Diese vegane Diät könnte den Bedarf von vor allem Vitamin B12 ohne Nahrungsergänzungsmittel nicht bereitstellen. Ich betone nur Vitamin B12, das hatten wir schon das Thema, offensichtlich. Auch Pawlak weist in seinem Review von 2017 noch einmal auf die kritischen Status von Vitamin B12 unter veganer ernährenden Menschen hin. Eine Supplementierung und Kontrollen sieht also vernünftig und geboten aus, obwohl die allgemeine Forschungslage fragmentiert ist. Nichts Neues. Generell Bewertung veganer Ernährung. Jetzt kommt's. Um die Aussagen der unterschiedlichen Wissenschaftler in Bezug auf Schwangere und Säuglinge in einem großen Kontext einzuordnen, haben wir uns auch noch einmal den allgemeinen gesundheitlichen Status einer veganen Ernährung angeschaut. In einer schönen Studie von 2014 kommen die Forscher um Patrick Clarys aus Belgien und Frankreich zu dem Schluss, dass eine vegane Ernährung auf den beiden verwerteten Scores
dem Healthy Eating Index 2010, HEI 2010, um den Mediterranean Diet Score MDS in beiden Fällen die Höchstwerte erreichen. Mann! So erreicht eine vegane Diät im HEI 2010 mit 1475 TN einen mittleren Wert von 65,4 Punkten, wohingegen eine omnivore Ernährungsweise niedrigste bewertete Diät ja, um 54,2 Punkte nur erreichte. In MDS mit 1475 kommt die vegane Ernährung auf einen mittleren Punktewert von 5,8 und eine omnivore Diät als eine niedrigsten bewertete Diät auf einen Punktestand von 4,1. In einem Review von 2009 von Winston J. Craig, spezifisch über vegane Diäten, sieht der Autor vegane Menschen einer Gefahr von Unterernährung mit Mikronährstoffen ausgesetzt, wenn diese nicht ausreichend supplementieren oder angereicherte Lebensmittel zu sich nehmen. Monique Dino und ihre Kollegen aus Florenz, Italien, kommen im Jahr 2017 in einer Metastudie zu der Schlussfolgerung, dass vegane Diäten sogar gegenüber vegetarischen Diäten einen signifikanten Risikovorteil von 15% bei Krebserkrankungen gegenüber einer omnivoren Diät haben. Zusätzlich ergibt sich bei vegetarischen Ernährungsformen die Beobachtung einer 25% niedrigeren Rate an ischämischen Herzerkrankungen. Ihr wisst Bescheid. Auch bei anderen Risikofaktoren für chronische degenerative Erkrankungen schneiden die vegane Diäten in allen beobachteten Testwerten besser ab als eine omnivore Diät. Insgesamt ergibt sich eine deutliche geringere Häufigkeit in den beobachteten chronischen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs bei vegetarischen und veganen Ernährungsformen. Zwar sind allgemeine Ernährungsempfehlungen nicht auf die deutlich erhöhten und unterschiedlichen Nährstoffbedarf von schwangeren Säuglichen anzuwenden. Dennoch meinen wir, ist es durchaus möglich zu sagen, dass eine vegane Ernährung deutliche Gesundheitsvorteile aufweisen kann, die einer omnivoren Diät fehlt und möglicherweise dadurch im Allgemeinen weniger Krankheiten verursacht als die Krankheiten, die sich durch eine Unterversorgung in Bezug auf eine omnivore Diät ergibt. Das ist doch was ganz Entscheidendes hier, ja? Warum wird die Intention nicht darauf gelenkt, die Ernährungsform, die offensichtlich hier maßgeblich in Studien schlechter abschneidet, zu optimieren, anstatt eine Randgruppe, die etwas heranentwickelt, ja, zu mehr Gesundheit beiträgt in der Allgemeinen und mehr zu Bewusstsein da bietet, ja, und da legt, ja, für Ernährung und für Gesundheit, ja, eine Bewegung versucht niederzumachen. Es kann meiner Meinung nach, auch unserer Meinung nach, nur Lobbyarbeit sein, ja. Kommen wir einmal zur Schlussfolgerung. Eine Zusammenfassung können wir nur so ziehen. Eine vegane Ernährung von Müttern und Säuglingen ist bei korrekter Kontrolle, wie bei allen anderen Müttern auch, und Supplementierung von mangelnden Nährstoffen einer gleichwertigen Ernährungsform. Zieht man den besseren gesundheitlichen Status einer veganen Ernährung in der von uns verwendeten Literatur in die Beurteilung mit ein, könnte eine vegane Ernährung bei korrekter Supplementierung möglicherweise gesünder sein als andere Diätformen. Ich denke, das war 1:0 für Team Rohvegan am Limit. Mal schauen, ob unser Artikel es ebenfalls in den Stern schafft und einmal alles aufräumt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unsere Arbeit teilen würdet und dabei auf die Glocke drücktet, beim Abonnieren natürlich, wenn ein neues Video wieder kommt, kommentieren, Daumen nach oben dalassen. Würde mich sehr, sehr freuen, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen. Vielleicht schaffen wir es in den Stern. Teilt das Video sehr, sehr gerne. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr auf unseren Shop vorbeischaut, vitasomal.de, unsere liposomalen Supplements mit einer vielfach höheren Bioverfügbarkeit, vitasomal.de. Wir sehen uns dort. Schönen Tag noch.